Magst du das einfach mal so an den Kragen stecken? Kannst du ja. Hier, man kann das hier mit so festmachen, genau. Ja, einfach irgendwo hier ran. Ach so. Kannst du festpinnen, genau. Genau, perfekt. Und das hier in die Tasche oder einfach in der Hand halten. Ich habe keine Tasche. Ja. Ich würde... Kann man vielleicht sogar auf den Boden legen, mal gucken. Ah, mehr, vielleicht, ja. Ja. Auf Deutsch, ja. Aber ich war in Dresden im März. Im März? März. Ja. Mhm. Ich habe einen Workshop. Was ist da ein Workshop auf German? Ja, wir sagen auch Workshop. Ja, ah. Oder Seminar. Mit Chanda und Christoph und Anna. Gegeben oder? Ja, yes, gegeben. Zu welchem Thema? Es war ein kreatives Thema. Ja. Anna hat die Tanzen gemacht. Ja. Mit Bewegung. Und Chanda malen. Ja. Und ich habe das Teil gemacht mit Schreiben. Ja, so kreatives Schreiben. Kreatives Schreiben. Und was war der Titel von dem Workshop? Irgendwo, irgendwas mit Kreativität. Ja, und habt ihr ihn auf Deutsch oder auf Englisch gemacht? Auf Englisch. Auf Englisch, ja. Aber die Studenten konnten mich auf Deutsch Fragen stellen. Ja. Und ich habe es auf Englisch beantwortet. Ja. Weil ich kann es nicht auf Deutsch machen, weil mein Deutsch nicht gut genug ist. Ja, ich finde dein Deutsch ist sehr gut. Ich kann dich sehr gut verstehen. Ja. Du kannst dich super ausdrücken. Und kreatives Schreiben hast du quasi dann angeleitet? Prozesse, Übung für kreatives Schreiben oder? Ja, die Studenten schreiben etwas über ein Problem, sie haben jetzt ein Problem mit Wut oder Sadness. Trauer. Trauer. Ja. Aber ein Problem im ja, nicht heute, aber jetzt, in the here and now, the hier und jetzt. Ja. Und dann habe ich sie gelernt, zu gucken nach Worte, ja. Die eine Ladung, ein... Ja, Worte, die eine Ladung haben. Ja, Worte, die eine Ladung haben. Ja. Bei im Zweifelsfall kann man immer das holländische Wort sagen, manchmal ist es das Gleiche. Das Gleiche, ja, ja, ja. Ja. Das ist richtig, ja. Und das sind Worte, die ja, mit Emotionen, aber auch Expressionen, Expressionen? Ausdrücke? Ausdrückungen. Ja. Ausdrückungen. Also man schreibt und achte beim Schreiben darauf, wenn Worte kommen, die eine Ladung haben. Ja. Und was macht man dann damit? Die Worte, die nehme ich aus, die schreibe ich auf einen neuen Papier und die gebe ich zurück, schreibe ein voriges Lebensgeschichte mit diesen Wörtern. Und die schreibst du als Therapeutin? Nein. Oder derjenige selbst? Derjenige selbst. Du machst es und dann schreibst du selbst diese Geschichte? Ja. Ja. Mit diesen Wörtern? Mit diesen Wörtern. Die ich gesehen habe, die ich daraus gepflückt habe. Ja. Und sie schreiben. Ja. Und die können es auch füreinander machen. Hm. Jeden kann es machen. Ja, also ich habe es noch nicht ganz verstanden. Es ist erstmal ist es eine Übung, die ich alleine mache. Ich schreibe einfach kreatives Schreiben, dann greife ich mir die Wörter mit Ladung raus und mache daraus dann nochmal eine Geschichte. Ja, du schreibst eine Geschichte im Hier und Jetzt über it's something. Gestern bin ich zum Markt gefahren und da hat er so doof gehupt. Heute Morgen habe ich kein Frühstück gekriegt. Nein, es soll über ein Problem gehen. Über ein Problem. Ein Problem im Hier und Jetzt. Ja. Zum Beispiel
ich war in Arbeit und eine Kollegin hat mich nicht gegrüßt. Zum Beispiel, ja. Oder über mich geredet miteinander, ja. Und ja. Ich fühlte mich nicht gut dabei. Und ja. Also etwas, was jetzt noch aktiv ist, ja. Ein Problem, was jetzt ja. Noch genau. Präsent ist irgendwo. Genau das. Ja. Genau das. Mhm. Und nur das, ein Stück von ein A4, ja. Das genügt. Und dann, wenn es gibt die A4 geschrieben, wir wechseln das. Mhm. Also dann kriege ich zum Beispiel deinen Zettel. Richtig. Ja. Mhm. Du bekommst meinen Zettel, ich deine. Ja. Und dann, ich lese es zweimal. Ja. Das erste Mal nur die Inhalt. Du liest es für dich oder mir vor? No, für mich, für mich. Ja. Für mich. Mit zweimal. Mhm. Zum ersten nur den Inhalt. Nur die Inhalt. Und zum zweiten Mal nur die Expressionen, Ausdrückungen. Die Ausdrücke. Ausdrückungen. Und Wörter mit Emotionen. Ja. Und dann schreibe ich die Wörter, die ich und Ausdrückungen auf ein neues Zettel. Zum Beispiel? Ich war wortend wie ich kenne keine deutsche Ausdrückungen. Ich war vergleiche wie ein Stier, der rot sieht. Genau, ja. Das. Und dann, ach so, dann schreibe ich Stier. Das sind so bildhafte Vergleiche, das meinst du? Genau. Okay, also das ist so, richtig. So Bildsprache. Ja, ja. Okay, verstehe. Bildsprache. Das kennen ja. Wir ja auch aus der Rückführungstherapie, dass wenn ein Klient sowas verwendet, dann horchen wir da ja auch hin. Ja. Genau. Wenn jemand sagt, ist es so, als wenn du am Galgen kommst, mhm. Und dann aha, früheres Leben am Galgen. Genau. Ja. Genau. Okay. Stier und rot. Ja. Das schreibe ich auf, die Wörter Stier, Rot. Und dann machst du für den anderen daraus die früheren Lebensgeschichte? Nein. Nein, doch. Das Zettel? Nein, das Zettel mit den Wörtern? Den gibst du wieder zurück? Ja. Und dann macht er das selbst? Und du machst dein eigener voriges Leben. Okay, ich mach die Geschichte. Und kommen da wirkliche frühere Leben bei raus? Ja. Die man dann auch in der Rückführung ja. Dann erwischt? Ja. Oh, tolle Technik. Spannend. Und wenn die Geschichte da ist, mhm. Es ist gut, um das laut zu lesen, ja. die eigene Geschichte, und dabei kommen auch Emotionen ja. Los her, ja. Dabei. Also ich versuche nochmal zusammenzufassen, mal gucken, ob ich es richtig mhm. Verstanden habe. Also diese Methode, kreatives Schreiben, Verbindung mit Rückführungstherapie, ist erstmal... wenn wir beide sind, quasi sind eine Arbeitsgruppe, dann schreibe ich erstmal für mich etwas, was mich aktuell bewegt, ja. Was einfach aktuell gerade los ist. Die ja. Kollegin bei der Arbeit hat mich nicht angeguckt und hat mir auch nicht guten Morgen gewünscht. Und da habe ich mich voll geärgert und ich habe rot gesehen wie ein Stier, war wütend wie ein Stier, der rot sieht und so. Mhm. Ne? Mhm. Und dann gebe ich dir den Zettel und du guckst nach solchen Ausdrücken, solchen bildhaften Sachen wie Stier, der rot sieht und nach emotional geärgert. Dann gibst du mir das wieder zurück und dann mache ich daraus eine Geschichte. Der Matador steht vor dem Stier oder irgendwie sowas, ne? Mache ich da die Geschichte. und dann wird dann damit weitergearbeitet? Oder ist das dann erstmal gut? Oder geht man damit dann auch nochmal in der ja, sicher, ja, sicher, ja. Ja. Es ist nur eine Methode zum Entdecken. Ja. Und dann kann ich sagen, okay, das möchte ich jetzt heute erforschen und dann mache ich eine Einzelsitzung. Oder mit einer Demo-Session. Demo. Ja, mit einer Demo-Sitzung. Und Demo, ja. Und es ist auch möglich, um das weiter ja. Zu bearbeiten. Wenn die Geschichte da ist, ja. Ich kann auch die Geschichte nochmal lesen ja. Und sagen, oh,
Dort schreibst du im der heutigen Zeit, tegenwoordigen, not in vergangenen Zeit, aber in der heutigen Zeit. In der heutigen Zeit. Ja. So, es ist nicht gelöst. Mhm. Noch nicht gelöst. Ja. Also dann sage ich dich, von, wenn du es im vergangenen Zeit schreiben kannst. Ja, in der Vergangenheitsform. Ja, mhm. Vergangenheitsform, ja. Mhm. Und ich will auch immer wissen, wie du gestorben bist, ja, im voriges Leben. Ja. Wenn die Geschichte nicht... Das soll man mit reinschreiben, dann, ja, in die Geschichte. Ja, 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 okay, das, ja, ist wichtig. Mhm. Okay. Spannend. Vielen Dank fürs Teilen. Mhm. Willemijn, wir haben uns hier jetzt kennengelernt auf der Convention von Earth, ja, mhm, der Konferenz der Regressionstherapeuten der weltweiten, dieser weltweiten Vereinigung. Und ich habe, du hast mir gerade erzählt, du bist schon zum 8. Mal hier, bin ich ganz beeindruckt. Mhm. Wie lange machst du schon Regressionstherapie? Ah, seit 2005. Seit 2005. 2005, ja. Und hast du, wie hast du es, wo hast du es gelernt? Bei einem dieser, der Lehrer, die auch hier sind oder woanders? Die sind nicht hier. Die sind nicht hier. Ich habe es gelernt von in die andere Schule, die, ja, es in die Niederlande gibt. Mhm. Also nicht in die Tasso-Schule, also aber in die nicht andere. Nicht in unserer Schule, in der Tasso-Schule, die es jetzt ja auch in Deutschland bald gibt, sondern in einer, ja, anderen Schule. Ja. Okay. Ja. Und bist du hauptberuflich Regressionstherapeutin oder hast du auch noch ein anderes Standbein? Ich habe auch noch eine andere Arbeit, ja. Magst du erzählen, was das andere ist? Oder? Ja, es ist in, wie sage ich das, mit Häuser, ja, die rented, vermietet werden. Vermietet. Ja. Hausvermietung. Ja, Hausvermietung. Und dann in die Section, die Abteilung. In der Abteilung, ja. Im Bereich. Es hat mit Geld zu tun, mit ja. Investition oder Finanzierung oder wer sind deine Kunden? Sie, die Personen, die ein Haus mieten, ja, mieten, die Mieter, die bezahlen dafür, ja, jeden Monat. Ja. Und wenn die nicht zahlen, ja, dann sprechen die mir. Sprechen, ja, sie, okay, mir. Also in der Hausverwaltung kann man sagen, und da die, was mit der Mietabrechnung und so zu tun, mhm, hat. Ist ja ganz was ganz anderes. Ne? Ja, aber auch sozial. Ja, das stimmt. Sozial, ja, ja. Und dann hast du eine Praxis, in der du auch am Hause, zu Hause machst, zu Hause, ja. Regressionstherapie. Ja. Ja. Jetzt zum 8. Mal hier, das heißt, hier muss dir ja irgendwas gut gefallen. Was gefällt dir hier an der Gesellschaft, dieser Menschen hier? Die Begegnungen. Die Begegnungen mit Menschen von Countries. Verschiedene Länder. Verschiedene Länder, ja, ja. Und auch die Methoden. Mhm. Ich habe eine Methode kennengelernt und es gibt viele andere Methoden und, mhm, es geht immer weiter. Und was findest du denn so überhaupt an der Regressionstherapie empfehlenswert? Also warum würdest du Menschen empfehlen, wenn sie irgendwie ein Problem haben, zu versuchen, daran mit Regressionstherapie zu arbeiten? Mal so ganz allgemein gesprochen. Es geht tief, mhm, und es geht immer zum Kern, the core. Zum Kern. Zum, ja, Kern. Mhm. Mhm. Und es ist einfach. Ja. Wann benötigt jemanden benötigt nicht 2 Jahre in Therapie, ja, aber nur 2
Zwei Sitzungen oder drei Sitzungen. Ja. Ja, das ist beeindruckend. Ja. Das stimmt. Und manchmal ist gar nicht auf dem regulären Weg. Auf dem normalen Weg. Ja. Ja. Weil ein Arzt. So herkömmliche Methoden, die, da kommt man nicht weiter manchmal. Ja, genau. Das genau sind ja häufig die Leute, die dann zu uns kommen. Ja. Ja. Was war denn deine beeindruckendste Erfahrung als Therapeutin oder als Klientin in der Regression? Ich wollte immer meine eigene vorige Leben wissen. Ja. Ich wollte es immer wissen. Und? Hast du es rausgefunden? Ja, mehr als 40. Ja. Und das war das Beeindruckendste für dich, das herauszufinden? Oder? Das Beeindruckendste war ein Täterleben. Täter? Sag mir jetzt gar nichts. Was? Perpetrator? Okay. Ein Leben als Täter? Ja. Ja, als Täter. Das ist das meins Beeindruckende. Ja. Was hat dich daran beeindruckt, das zu erleben? Ich war ein Mann. Ja. Und ich habe Mädchen abused. Missbraucht. Missbraucht. Ja. Mädchen von 12 und 13. Ja. Wie ein Mann. Aber jetzt würde ich, erste Reaktion ist so, oh, das muss ja schrecklich sein. Das ist es auch. Das ist es auch. Ja. Und, aber es war dann trotzdem beeindruckend. Warum? Weil es so schrecklich war. Ja. So, wann habe ich das gemacht? Wirklich? Ja. Ja. Und warum? Ja. Und ich habe auch Lebens, waarin das mit mir passiert ist. Du hast dann auch wiederum weiter vorne, also noch weiter zurück, verstanden, warum du zu diesem Täter geworden bist? Es sind Erfahrungen. Ja. Es sind alle Erfahrungen. Ja. Ich denke, ich wollte wissen, wie die andere Seite war. Ja. Vielleicht. Ich weiß nicht, was er war. Ja. Mhm. 40 Leben. Über 40 Leben. Ja. Hast du schon erkundet? Ja. Wie viele Täterleben waren dabei? Ungefähr. Nur drei, denke ich. Ja. Und die waren eher so in der Mitte oder eher zu Anfang? Oder? Im Anfang? Ja. Da gab es ein oder zwei. Und die andere war in der Mitte. Ja. Mhm. Am Anfang, nicht am Anfang im Therapie. Niemals, ja. Niemals am Anfang in Therapie. Ja, aber so, wenn du die Leben auf den Zeitstrahl bringst, dann am Anfang. Ja. Ja. Mit einem Tierfell? Ja, Tierfell. Hm. Ein Mann, männlich auch. Ich habe nur meinen Weib ermordet. Ja. Weil sie nicht tun wollte, was ich wollte. Ja. Sagst du mit einem Lächeln. Ja, ja, also ich denke jetzt gerade, oh, das könnte für einige ein bisschen schwer zu vermitteln sein. Ne? Ja, ich verstehe das natürlich, weil ich das auch kenne. Ne, dass, also vieles relativiert sich, wenn man einfach diese diesen Blick über viele Leben schaut und man sieht, dass jeder von uns schon mal in solchen Leben auch war, wo man Täter war. Ja, ja. Und als Opfer ist es natürlich, ich sag mal, das Opfer kriegt sozial mehr Zuspruch als der Täter. Ne? Also es ist sozusagen das Opfer... Ja. Ist es einfach, es war auch nicht schön, Opfer zu sein, aber naja, es ist doch irgendwie schöner, als Täter zu sein, weil der Täter ist der Böse und das Opfer nicht. Ja, aber es gibt Kraft,
hinter ein Täterleben. Genau, ja. Und das ist eben genau das, weshalb wir in der Rückführung auch Menschen unterstützen, dahin zu kommen. Weil dadurch, dass sie auch die Täterleben erleben, kommen sie heute aus der Opferrolle raus, oder? Weil sie... Also wenn man, wenn man diese Kraft erlebt, das hilft einem heute, im heutigen Leben, aus der Opferrolle rauszukommen. Auch, sicher, ja. 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 Und ich weiß nicht, ob du, inwieweit du dich mit anderen Therapieformen beschäftigt hast. So im Vergleich, gibt es da was, was du dazu sagen kannst, Regressionstherapie im Vergleich zu anderen Therapieformen? Gestalt vielleicht. Das kann auch. Es ist, aber Gestalt ist mehr im heutigen Leben, ja. Nicht im früheren Leben. Ja. Und es gibt, die Probleme sind hier und im vorigen Leben. Ja. Und das wird dann einfach ausgeblendet oder man kommt dann nicht ran, wenn man das nicht als Rahmen hat. Ja. Oder wenn man diesen einschränkenden Rahmen hat. Ja. Gibt es sonst noch irgendwas, was dir einfällt, was interessant sein könnte für Menschen, die jetzt gerade so an der Stelle sind, dass sie überlegen, ob sie eine Ausbildung, eine Regressionstherapie-Ausbildung machen wollen oder nicht? Was würdest du denen raten? Ah, mach es. Mach es. Ja. Okay. Sie sollen mehr über sich selbst kennenlernen und mehr, wie nennt man das, mehr Circle of Life. Circle of Life, Kreis des Lebens. Ja, Kreis des Lebens, Opfer, Täter. Ja, so die Ganzheit des Lebens. Ein Balance. Ja. Die Balance. Also, ja. Es hilft, zu einer Balance zu kommen. Ja, und sie können anderen helfen damit auch. Ja. Und es ist interessant. Ja. Ich finde es immer interessant. Ja. Ja, man sieht, du strahlst auch. Wenn du Ja. Aber ich glaube, du strahlst auch sonst viel. Hier, ja. Aber nicht in die andere Arbeit. Ja, bei der anderen Arbeit. Ja. Ja. Bei der Immobilienbereich, wenn du in dem Immobilienbereich arbeitest, strahlst du weniger, als wenn du die Therapie machst. Ja. Ja. Genau, ja. Du hast die Ausbildung nicht bei Tasso gemacht, aber hast du bei Hans ten Damme schon mal ein Seminar gemacht? Ein Seminar, ja. Ein Wochenende. Ja, hat dir das gefallen? Ja. Was hat dir an Hans gefallen als Lehrer? Ah, er hat sehr, sehr viel Knowledge. Sehr viel Wissen. Sehr viel Wissen, ja. Ja. Und ich kann es auch in einigen Sätzen. In einigen Sätzen? Kann er es erklären. Ja, er kann es wirklich auf den Punkt bringen, in wenigen Sätzen. Ja, ich finde auch sein Buch, ich weiß nicht, ob du das neue Buch von ihm kennst, das ist wirklich so ein Nachschlagewerk, also es ist so ein Kompendium, wo alles drin ist, sehr schön strukturiert und das gibt es jetzt auch auf Deutsch gerade. Das ist gut. Marion Boone, hast du bei ihr schon mal einen Workshop gemacht? Ja. Wie gefällt sie dir als Lehrerin? Sie ist auch sehr gut. Ja. Ja. Was gefällt dir bei ihr? Sie vergisst keine Details. Sie hat immer alle Details dort. Und wie sagt man das? Auf Englisch oder? The Circle of Life again. Ja. She, die Balance des Lebens oder. Sie sorgt dafür, dass alles, was benötigt ist, passiert in einer Session. Ja.
Ja, okay. Oder in einer Demo oder. Ja. Oder. Ja. Also haben wir uns gute Lehrer ausgesucht. Sicher, sicher. Ja. Die besten. Hm. Ja, sicher. Willemijn, ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke. Wir werden uns hier bestimmt noch sehen. Ich glaube, jetzt gleich ist die Panel-Discussion. Ja, ich glaube es auch. Ja. Okay, danke dir. Hey Leute, danke.